zeigen euch jetzt Suprabhat. Suprabhati heißt Guten Morgen auf Bengali. Wir zeigen euch jetzt mal die Augenklinik. Und zwar ist das hier eine Augenklinik, die diese Organisation hier, Shish heißt sie, vor circa 15, 20 Jahren schon aufgebaut hat. Und in dieser Augenklinik werden Augenprobleme aller Art behandelt. Wir gehen jetzt gerade hier in die Eingangshalle. Und wie ihr schon seht, ist die Eingangshalle hier Montagmorgen schon voll mit Patienten. Und die meisten Patienten sind mehrere Stunden auch angereist und können sich hier für 100 Rupien, das sind circa 1,40 Euro, die Augen untersuchen lassen. Es gibt hier mehrere Untersuchungszimmer, wo die Ärzte aber noch nicht da sind. Sie sind noch im Frühstücken. Da können sich die Patienten für 100 Rupien untersuchen lassen, also wie gesagt ungefähr 1,50 Euro. Und können sich dann auch Brillen geben lassen, wenn Brillen die Lösung sein sollten für diese Patienten. Die Hauptproblematik, die es allerdings hier gibt, ist der Katarakt, das ist der graue Star. Und der graue Star, der betrifft in Indien sehr, sehr viele Leute. Das hat einerseits was mit der Luftverschmutzung zu tun, aber auch mit der Sonneneinstrahlung und vor allen Dingen auch mit dem Diabetes, den hier sehr, sehr viele Inder haben. Sehr, sehr viele Inder sind zuckerkrank, was sehr viel mit der einseitigen Ernährung zu tun hat. Die essen sehr, sehr viel Reis, sehr, sehr viel Brot, sehr, 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 sehr viele sehr, sehr süße Sachen und trinken extrem süßen Tee. So, ihr habt jetzt die Eingangshalle gesehen. Wir gehen jetzt mal hoch in das Bettenhaus. Ja, die Station. Die Station sozusagen. Frauen und Männer ist getrennt. Ja. Eine Seite sind die Frauen, andere Seite sind die Männer. Da waren wir jetzt auch vor 3 Tagen waren wir da zur präoperativen Untersuchung. Da haben wir nochmal die Patienten abgehört und die Lungen abgehört und untersucht und die Blutwerte angeguckt und die EKG-Werte angeguckt. Ja, die haben auch EKG und Blutwerte hier. Ob die fit für die Operation sind. Da haben uns ca. 20% an einem Abend prämediziert, nennt sich das. So, jetzt sind wir hier im Bettenhaus auf der Station. Die ist noch leer, weil wir haben Montagmorgen. Wir machen übers Wochenende immer zu. Montagmorgen machen wir dann für die Patienten auf und nehmen dann die Patienten auf. Und ab übermorgen sind dann die ersten OPs. Normalerweise ab Dienstag schon, aber morgen ist 1.1. Deswegen ist da Pause. Oh ja. Das ist der Männertrakt. Das ist der Männertrakt. So sieht jetzt ein Zimmer aus. Gehen wir uns genau nochmal Richtung. Kleine Betten. Kleine Stahlgestelle. Keine elektronisch gesteuerten Dekubitus-Matratzen wie in deutschen Kliniken. Hier gibt es auch kein extra Plüo, wenn es kalt ist. Kein extra Plüo, wenn es kalt ist. Hier ist es übrigens ziemlich kalt und ziemlich feucht auch. Es ist eine feucht-kalte Luft, die natürlich gerade für Leute mit Lungenerkrankungen vielleicht nicht die beste ist. Und was so die Keime angeht. Das ist aber noch klein. Das ist ein kleines Zimmer, ja. Es ist ungefähr 10 Grad hat es hier gerade in Kalkutta und in der Region um Kalkutta herum. Ich zeige euch mal die Bäder. Hier ist eine Dusche. Auch einfach ein Wasserhahn und ein kleines Loch im Boden. Genauso Loch im Boden auch die Toilette. Das ist die Toilette hier. Genau. Und dann machen wir auch demnächst nochmal ein Video für euch, wie man sich in Indien vernünftig den Arsch abwischt. Hier gibt es nämlich kein Klopapier. Mit Klopapier ist das nämlich nicht der Fall hier. So, das wäre die Station. Und wir können nochmal in das große Frauenzimmer gehen. Wir gehen nochmal ins große Frauenzimmer, genau. Das war da, wo wir vor ein paar Tagen ca. 20 Frauen untersucht haben, bevor sie operiert wurden für die Katarakt-OP. Also Katarakt, wie gesagt, ist der graue Star. Das ist eine Krankheit, bei der die Linse eintrübt. Das kann, wie gesagt, einerseits aufgrund von viel Staub in der Luft, Luftverschmutzung. Hello, hello. Say hello to Germany. aufgrund von Luftverschmutzung, aber auch aufgrund von UV-Strahlung oder Diabetes trübt die Linse ein. Und das ist ein großes Problem, weil die Leute werden dann handlungsunfähiger in ihrem Leben und das kann auch vor allen Dingen zu einer schlechten Stimmung und zu Depressionen führen, wie ihr euch vorstellen könnt, wenn man einfach weniger sieht und weniger machen kann. Das schränkt einfach die eigene Mobilität unglaublich ein, wenn man so eine getrübte Linse hat. Und das Spannende ist, dass die Operationsmethode, da sage ich gleich noch ein bisschen mehr dazu, relativ einfach ist. Also eine Katarakt-OP dauert ca. 4 bis 5 Minuten nur hier von einem erfahrenen Operateur.
und kann dadurch das Leben innerhalb von 48 Stunden schlagartig verändern. Das hier ist das große Bettenlager für die Frauen. Hier passen bis zu 40, 50 Frauen rein. Ja, man muss auch bedenken, dass die zum Beispiel auch solche Doppelbetten hier. Ah, genau. Da waren wir zu dritt oder zu viert, sitzen wir dann auf so einem Doppelbett und da haben wir die untersucht, haben uns dazugesetzt. Da schlafen die halt auch. Das schlafen. Ist deren Schlafplatz. Genau. Und irgendwie ist es auch so, dass die Schwestern für diese ganzen Pflegeunterstützungstätigkeiten, die die Krankenschwestern in Deutschland machen, überhaupt nicht aufkommen. Das heißt, als Patient, ich meine, hier sind die jetzt nur einen Tag da, aber wenn die irgendwo länger im Krankenhaus sind, bringen die immer ihre Angehörigen mit, weil die Angehörigen fürs Waschen, für Toilettengänge, und auch dafür zuständig sind, dass die Nahrung bekommen. Also die Schwestern in Indien sind wirklich nur dafür da, ärztliche Tätigkeiten auszuführen. Ja, genau. Wir gehen jetzt hoch in den Operationskomplex. Hier wird operiert. Dazu ziehen wir jetzt hier unsere Schuhe aus. Hier wird der Boden sehr sauber gehalten. Hier ist schon die Schuhbox. Wir sehen auch schon das erste Operationsbett hier. Wie gesagt, wie ihr auch seht, alles sehr, sehr raw, sehr, sehr ursprünglich. Aber hier wird den Menschen geholfen. Es wird geholfen, auch egal wie es hier aussieht. Es wird geholfen. OP-Kleidung, genau. Hopp. Die wird hier getrocknet. Jetzt gehen wir in den Vorbereitungsraum. Vorbereitungsraum für die OP. Hier ist schon das nötigste OP-Besteck. Hier werden die Patienten ein bisschen präpariert, ein bisschen gewaschen. Das Operationsbesteck wird angerichtet und vorbereitet für die Operateure. Hello, hello, hello. Da, genau. Und dann gehen wir jetzt in den Sterilisationsraum. Oh, yes. That's the bandits. Hello, say hello to Germany. Hi. Das sind zwei süße Schwestern, die uns jetzt gerade schon den Sterilisationsraum gezeigt haben. Und hier werden die Sachen gereinigt. Das heißt, nachdem das OP-Besteck benutzt wurde, wird hier in diese Boxen geworfen. Das wird in Deutschland übrigens ziemlich ähnlich gemacht. Viel Operationsbesteck wird nicht einmal benutzt und weggeworfen. Das wird in solche Boxen geworfen. Und dann wird es hier unter großer Hitze und Wasserdampf über mehrere Stunden sterilisiert. Wird dort durchgekocht und dadurch werden alle Keime gekillt. Dann kann das Operationsbesteck wieder benutzt werden. Hier seht ihr auch, Desinfektion ist jetzt kein Fremdwort für die, sondern wissen auch die 8 Schritte der Händedesinfektion und das wird auch regelmäßig eingehalten. Was nicht so oft gemacht wird, ist die Desinfektion zwischen jedem einzelnen Patienten in der Klinik, in der Station, aber bei der Operation schon. Da können wir jetzt leider nicht reingehen, weil da gerade eine Operation. Aber ich möchte noch einmal die indischen OP-Schuhe zeigen. Die indischen OP-Schuhe, okay. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann, aber da ist einfach ein Eimer mit blauen Flipflops. Ist das nicht geil? Blaue Flipflops sind indischen OP-Schuhe. Donobat! Donobat! Also Donobat heißt Danke und einfach so machen ist eigentlich die Geste für Danke. So, das war die kurze Einführung, kurze Tour durch die Augenklinik von Shish. In den nächsten Tagen zeigen wir euch die anderen Abteilungen und vielleicht auch mal die eine oder andere Abteilung hier in der Augenklinik ein bisschen genauer. Vielleicht mal so eine Augen-OP, dass wir da mal dabei sind, dass ihr es mal sehen könnt. Wie gesagt, bei der Katarakt-OP. Grauer Star, da wird die getrübte Linse, wird ein ganz kleiner Schnitt ins Auge gemacht unter lokaler Anästhesie, lokaler Schmerzbetäubung. Dann wird die betrübte Linse entweder zerbröckelt oder aufgelöst, dann rausgesaugt oder rausgezogen. Und dann wird die neue Plastiklinse eingefügt. Das kann innerhalb von 5 Minuten gemacht werden. Und der Patient ist innerhalb von 24 Stunden, 48 Stunden wieder sehfähig. Und das ist eine enorme Verbesserung der Lebensqualität. Die Operation kostet hier ca. 3.000 bis 8.000, je nach Operationsmethode, je nach Linse. 3.000 bis 8.000 Rupien, das sind ca. 40 bis 90 Euro für eine ganze Operation. Pro Jahr werden hier 1.200 dieser Operationen gemacht und davon ca. 500 kostenlos für die arme Bevölkerung. Das heißt, die 700 Leute, die hier bezahlen für die Operation, die bezahlen ein bisschen mehr und dafür kriegen die armen Leute die Operation komplett kostenlos und das wird natürlich auch in Spendengeldern finanziert. Genau, das besteht auch die Möglichkeit über die Shish, ich glaube Shish.org oder so. Shish India, SHISindia.org. Ah, genau. Über die Seite besteht auch die Möglichkeit zu spenden. Ich weiß jetzt nicht den genauen Ablauf der Seite, ehrlich gesagt, wie das funktioniert. Ich habe
Aber da, wenn ihr da Bock habt, könnt ihr, weil jetzt, ihr seht es live. Genau. Und je mehr die zur Verfügung haben, desto mehr Leute können die kostenlos probieren. Je mehr Kohle die haben, desto mehr können die kostenlos probieren. Und die Leute sind halt wirklich, für die ist das einfach viel Geld. Ja, für die ist das mega viel Geld. Selbst 100 Rupien für die Konsultation ist viel Geld. Und die 3000 sind halt fast nicht erreichbar für die Augenoperation. Es ist eine sehr, sehr einfache, sichere Operation, die sehr, sehr schnell geht, wie gesagt. Und die Mobilität, die Lebensqualität wird massiv verändert dadurch. Also, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Bis, Danny. Was heißt nochmal bis bald? Das hab ich schon vergessen. Beim nächsten Mal wissen wir auch, was bis bald auf Bengali heißt. Ciao.